Bei Sturm der Liebe geht Alexandra einen Schritt auf ihre Kinder Eleni und Noah zu. Doch die Versöhnung hält nicht lange an, denn Eleni erfährt immer mehr über den Finanzskandal des Familienunternehmens. Nachdem ihre Kreditkarte nicht mehr funktioniert, sieht sie sich die Bilanzen der AG an und ist schockiert. Sie kann kaum glauben, dass ihre Mutter von alledem nichts mitbekommen haben soll. Bis sie sich schließlich an weitere Momente ihres Sturzes erinnert und ihr so einiges klar wird. Zur gleichen Zeit gibt es Krach zwischen Caroline und Max. Der Sportler hat sich in den Kopf gesetzt, seine Ex zurückerobern zu wollen. Deshalb nutzt er den Moment aus, als Vanessa von ihrem Kongress zurückkehrt und holt sie an der Bushaltestelle ab. Damit will er seiner Ex noch einmal seine Gefühle demonstrieren. Ob diese Strategie Erfolg hat, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Montag um 15:10 Uhr in der ARD.